Zuletzt hat die Julia Klöckner, die alte Hashtag-Ruhm, wieder einen rauslassen, gell? Du entscheidest. Du entscheidest, heißt der neue Hashtag der Bundesernährungs- und Landwirtschaftsministerin. Du entscheidest. Und das ist ihr Message damit. Wir Verbraucher hätten es in der Hand. Wir sollten bewusster einkaufen, um zu zeigen, dass Lebensmittel uns etwas wert sind. Du entscheidest. Dass gerade da jetzt eine neue Edeka-Plakatwerbung mit Otto Ottifant Walkes an Start kommt, wirkt zuerst mal fast wie eine Kampfansage an die Klöckner. Auf dem Plakat steht nämlich drauf: Essen hat einen Preis verdient, den niedrigsten. Und auch wenn jetzt bei dem Werbeplakat nicht das Essen, sondern die Stadt Essen gemeint ist, irgendwie kriegt es einen tieferen Sinn. Otto, Normalverbraucher, will beim Essen vor allem den billigsten Preis. Wir können auch nichts dafür, Frau Klöckner. Der Verbraucher entscheidet. Lecky muss ein selten mächtiges Geschöpf sein. Ich, der Verbraucher, wenn Bundesernährungsministerin und Supermarktkette mir beide gleichzeitig ihre Verantwortung übertragen. Du entscheidest. Ich bin aber eher ein selten überfordertes Geschöpf, weil gehst mir nein, so ein Supermarkt, da ist die ganze Zeit diese Stimme in deinem Kopf. Du entscheidest. Oh shit, 25 unterschiedliche Tomatenketchup. Wo werden die Tomaten angebaut und wie? Du entscheidest. Oh, auf diesen Schrimpsalat hätte ich Bock heute. Aber wo kommen die Schrimps her? Und wo die Eier für die Mayonnaise? Du entscheidest. Mist, 20 unterschiedliche Erdbeerjoghurts. Ja, was kaufe ich jetzt für einen? Damit ich Wertschätzung für die Bauern zeige und Nachhaltigkeit fördere und Tierwohl stärke. Ich weiß es nicht, den teuersten vielleicht? Du entscheidest. Mei, wenn's halt irgend sowas wie so ein Lebensmittelampel, ah ja, da war was, gell, da hat die Klöckner gesagt, das ist nur freiwillig. Du entscheidest. Alter, hey, ich hab einfach keine Zeit, die gesamte planetare Lebensmittelindustrie durchzurecherchieren und da auch noch permanent up to date zu bleiben. Manchmal meine ich, es wird wieder wie in der Steinzeit. Man ist den ganzen Tag nur mit Nahrungsbeschaffung beschäftigt. Und es kann einfach nicht jeder im Biomarkt laufen. Hey Klöckner, hör bitte endlich auf mit diesen Hashtags und schaff einfach klare Rahmenbedingungen, die uns da Entscheidungen im Alltag erleichtern. Weil Klöckner, dafür bist du gewählt worden, damit sowas du entscheidest. So schaut's nämlich aus.